Leichtathletik-WM in Berlin finden Sie im Internet unter sport.zdf.de. Ja, und jetzt von der traditionsreichen Leichtathletik zu einer noch eher unbekannten Sportart. Tricking erobert derzeit Deutschland. Das ist eine Art Show-Kampfkunst, ähnlich dem Capoeira, allerdings noch akrobatischer. Ein Sport, der in immer mehr Vereinen die Jugend begeistert, so auch in Oberhausen. Die Bewegungen heißen Twists, Flips, Aerials oder Butterflies. Mit dabei aber auch Elemente aus dem Turnen und dazu dann coole Musik. Das ist der neue Trendsport Tricking. Für Tricking ist typisch, dass es eine Mischung aus verschiedenen Akrobatikformen ist. Also da kommt Capoeira-Bewegung drin vor, turnerische Akrobatik, Teile aus dem Kampfsport, aus dem Wushu, so Schraubenkram. Und diese Kombination nennt man auch Tricking. Die Idee kommt aus den USA. Jetzt hat sie sich auch hierzulande rasch verbreitet. Die meisten Tricking-Anhänger sind zwischen 12 und 25 und männlich. Viele sind übers Turnen zum Tricking gekommen und hellauf begeistert. Der Reiz, so das Gefühl, in der Luft zu fliegen, das ist einfach das Geilste. So, also wie man in der Luft fliegt, die Schrauben macht, die Figuren. Ja, halt der Adrenalinkick, den man bei neuen Sachen dann, wenn man neue Sachen halt macht, dass man den dann halt da kriegt. Man kann seine, sag mal, Posen so machen, wie man es will. Man ist frei in dem, was man tut. Drehen, Schrauben, das sieht atemberaubender aus und deswegen mache ich das. Show-Kampftänze gehören ebenfalls zum Tricking. Diese drei hier werden demnächst mit DJ Bobo auf der Bühne stehen. Aber auch Breakdance-Fans können sich beim Tricking austoben. Jeder bewegt sich eben so, wie es ihm gefällt. Na dann, das war's dann auch schon von uns. Die nächsten Nachrichten sehen Sie hier um 16 Uhr. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse.